Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls in der PTR Beta von Patch 2.1. Ich habe nach dem großen von diesen Fragmenten eines Portalschlüsselsteins gesucht. Hab mir bekommen, dass die bekommt man nur aus den Rift Endbossen. Und ich habe dann normal ein bisschen gesucht, aber leider nichts bekommen. Dafür habe ich hier ein paar andere Sachen bekommen. Zuerst habe ich dieses Schwert gefunden, der Schnitt. Das ist noch sehr lustig. Immer wenn ein Gegner stirbt, kommt ein riesen Blutlache raus. Also die Gegner platzen vor Neid. Aber leider sehr, sehr schwach. Und ja, dann habe ich ein paar Monsterjäger, also einen Monsterjäger habe ich noch gefunden. Den hatten wir ja ausgerüstet. Himmelspalte habe ich gefunden und Neandertaler. Leider alle und also der hat zerschmettern. Wahrscheinlich ist es so wie bei Spalten, Dinge, sie explodieren nicht wie bei Spalten, aber sie machen auch Umgebungsschaden. Ich denke mal so in Form eines Dolchfechts oder so. Und ich habe diese Pläne hier gefunden. Die werden wir gleich reinlegen. Was habe ich dann noch gefunden? Hier habe ich, glaube ich, noch etwas gefunden und reingetan. Oder was hier? Ach, egal. Hier habe ich jetzt alles voll. Und hier habe ich immer noch die zwei Schlüssel, die gehen wir nachher holen. Jetzt tun wir erstmal Borns Befehl rein. Dann ungebundener Blitz, das ist ein Bogen. Und noch ein Bogen. Südjuru-Rinde. Also. Dann schauen wir mal Borns an. Erhöht den Erfahrungsbonus um 20%, das wäre nicht schlecht. Und plus 15% Leben. Borns Privileg und gefrorene Seele. Ah, das ist die Wildzone, okay. Borns Privileg. Auch 6 zufällige. Wo ist das andere? Also nicht hier, oder? Genau, man muss hier anmachen. Schon besser. Gefrorene Seele, Borns Herz aus Stahl. Also das haben wir schon mal gehabt, aber ein anderes, ein schwächeres. Okay. Dann zeig mir mal, wo der ist. Das ist noch sehr schwach, das untere. Auch nicht hier. Dann muss es hier irgendwo sein. Geheiligte Griff, geheiligte Nemesis. Ah, und hier ist die Portalreparatur. Da seht ihr, was wir alles brauchen. Und für alle vier brauchen wir Ding. Schlüssel, aber wir werden jetzt zuerst eins machen und dann das andere. Und hier haben wir Borns wilder Zorn. 5 zufällige magische Eigenschaften. Leider ist der Heiligschaden schon relativ schwach. Aber wir werden es mal herstellen. Geschäfte zahlen sich aus. Ja, leider relativ schwach. Okay, ich werde mal schauen, ob ich die nicht auf das Schwert übertragen kann. Der Großvater wäre hier. Nein, ist leider ein Einhandschwert.
Unser ist es. Okay, unser ist ein Zweihänder. Dann möchte ich gerne den Kriegstreiber drauf modifizieren. Und jetzt haben wir hier ein geiles Schwert. Also, das Schwert möchte ich Ding. Ich möchte dieses Schwert noch zerstören und haben einen Speer. Nein, wir haben noch keinen zweiten gleichen Speer. Den habe ich irgendwo anders. So, haben wenigstens eine von den Zählen wieder zurück. Gut, haben wir drei. Und jetzt möchte ich in die Bastion gehen und dort müssen wir ins Steinfort. So, mal schauen, wie es mit dem neuen Schwert so abgeht. Habe ich übrigens die richtige? Ja, die richtige Passive habe ich. Also in diesem Steinfort hier, wie ich schon gedacht habe. Ah, da ist er ja schon. Sehr schön. Können wir direkt mal richtig loslegen. Oh, nicht einfrieren lassen. Lass den mal erledigen. Sonst nervt er uns. Er schießt irgendwie so einen Hauch. So. Er haucht mich irgendwie an. Okay. Das Komische ist, den habe ich wirklich nie gefunden, als ich einfach mal die Kopfgeldquests gemacht habe in diesem Steinfort. Der ist wirklich selten da. Und er war nicht. Er hat nicht gedroppt. Oder? Ja. Dann gehen wir mal in den Silberturm. Silberner Turm Level 1. Iswald töten wir aber nicht. Der ist ein bisschen zu. Kacke, sozusagen. Er ist nicht stark auf T1, aber er nervt natürlich herum mit dem vielen Leben und dadurch auch viele Einfriermöglichkeiten. So, jetzt leckt es gerade ein bisschen. Ja, hier gerade ein Behemoth ist. Slag der Behemoth. Habe ich gerade die 2 aktiviert. So. Okay, hier unten ist nichts gedroppt. Da haben wir ihn schon. Komisch, dass sie jetzt immer da sind. Also wenn man danach sucht, sind sie immer da. Das ist doch gut. Oder sie fallen auf. Nein, sonst wird sie mir sonst auch auffallen. Sind immerhin Schlüsselmächte. So, diese nervtötende Dinge noch töten da. Jetzt sind alle Hühner. Die nerven. Hallo, sie nerven. Gehen Sie weg, lassen Sie mich diese Items einsammeln. Hast du viel Leben? Jetzt habe ich natürlich kein Aachen, ich sag schon Aachen. Also ob wir jetzt mit der Letter anfangen, weil wir verlieren ja alles, oder nicht, weil es neue Items gibt, da muss ich dann entscheiden, wenn es rauskommt. Und sonst machen wir die anderen Charakter weiter. Zuerst natürlich den Kreuzritt noch ein bisschen weiter. Und dann
werde ich einen Feuermönch machen und einen Archon-Zauberer. Und die mal austesten. Aber zuerst brauche ich noch ein paar Paragon-Levels und so weiter. Und wieso ist das jetzt so dunkel hier? Keine Ahnung. Aber der, ja, also hätte der nicht so viel Zornverbrauch mit der rechten Maustaste Zauber, wäre eigentlich recht gut. Der Bild aber ist ein bisschen langweilig. Und dann möchte ich den, sobald ich aus der PTR bin, doch etwas anders machen oder so. Ja, weiß jetzt noch nicht ganz. Aber das dürft ihr auch entscheiden. Also wenn ihr weiterhin den Kreuzritter sehen wollt, dann dürft ihr das gerne sagen. Also wenn euch etwas nicht passt, sagt es ruhig. Weil es ist mir schon wichtig, dass es auch euch gefällt. Auch wenn ich eben nicht so auf Aufrufe, also ja, Aufrufe nicht so wichtig finde. Sozusagen, also, soll man sagen. Ich nicht den Wunsch habe, richtig berühmt zu werden bei YouTube oder so. Aber dennoch, ja, ein bisschen Community will und so. Und dadurch auch ein bisschen auf die ja, auf die Wünsche von euch und so ja, aufgehe und so, ja. Mir ist wichtig, dass die Zuschauer Spaß bei mir haben und nicht durch irgendwelche Sucht an Abonnentensucht oder Werbungssucht oder irgendwie Geldsucht oder so gestört werden oder so. Und dann bei mir ja recht viel Wünsche frei haben, den Plan eigentlich selber ja sich wünschen lassen können und so weiter. Das ist darum das Wichtigste bei mir. Und ich weiß, dass ich niemals richtigen Erfolg haben werde, nur durch YouTube oder so. Und da ich nichts verdiene über YouTube, also nichts will verdienen und auch nichts kann eigentlich in dem Sinne, weil natürlich YouTube Probleme macht und auch ein paar Zuschauer Probleme macht, die halt auch die Werbung wegklicken, also nicht wegklicken, mit Adblock blockieren oder so. Ja. Werde ich nicht, natürlich auch nicht auf YouTube Geld konzentrieren, sondern auf Real Life Geld. Und ja. Und schalte eben dieses YouTube Money Zeug aus. Dafür habt ihr keine Werbung und das ist doch auch gut. Also wenn ihr irgendwas am Herzen habt oder so, jetzt ein bisschen geändert haben wollt, so, dann schreibt ruhig, kann ich mich auch verbessern und ja, ihr habt das, was ihr auch wollt. So. Also diesmal ist er ein bisschen versteckt oder ist gar nicht da. Wir werden weiterhin nach ihm suchen natürlich. Und ja, im nächsten oder im nächsten Part mal dann ein bisschen riften.
bekomme leider sehr wenig momentan Zorn, weil wahrscheinlich die Gegner einfach zu zäh sind. Man auf T1 spreche wirklich mal richtig etwas Starkes. Die Steigerung vom letzten auf den hier ist jetzt nicht allzu hoch. Sieht zwar hoch aus, aber bringt mir nicht so viel. Und ich bräuchte mal Items mit Crit-Chance. Weil, ja, dadurch man eine Menge mehr Schaden machen kann. Aber mein Dropglück ist wirklich in diesem Spiel nicht hoch. Okay, allgemein ist es bei mir nicht so hoch, weil ja, wahrscheinlich bin ich einfach nicht so, ja, bin ich so einer, der ja halt alles findet, was er nicht braucht und so. Ich wollte eigentlich dem Eis ausweichen, aber irgendwie wurde ich auch gar nicht eingefroren. Ja, es freut euch, dass ihr so viel lebt, gell? Dass ihr so lange überlebt, das freut euch. Ach Gottchen, nerven die. So, noch zwei, oder? Ja, scheinbar schon. Ah, nur noch eine, okay. Das waren nur drei, weil sie große waren. Also hier ist schon das Ende wahrscheinlich. Dann wird es hier irgendwo nicht, ja, hoffentlich sein, aber wo denn? Ah, hier. Hier ist er. Kann mich kratzen, wie er will. Ich verliere fast kein Leben. Leider er auch fast nicht, aber trotzdem gut. Und wieder nichts. Okay, gehen wir noch ins Steinfort. Ich hoffe, der ist immer am Anfang dort. Dann haben wir wenigstens eine Sorge weniger. Da. Ja, jetzt ist er nicht hier. Also okay, dann machen wir Tiere Drifts, weil sonst wird es ein bisschen zu langatmig. Ich werde nach ihm suchen und ja, sobald ich genug Schlüssel habe, also alle drei Schlüssel habe, werde ich dann wieder aufnehmen und euch die Boss zeigen. Und ja, ich werde jetzt mich nicht darum konzentrieren, weil die Bosse wahrscheinlich zu schwer sind noch für unser Charakter. Oder sonst könnten wir mal, was soll ich machen, ja, ich weiß, was ich mache. Also wir werden jetzt immer wieder Rifts machen. Bekommen dann Items und Tiere Drifts geben auch Items und dann sobald er stark genug ist, werde ich die Schlüssel farmen und werde dann euch das auch zeigen, weil momentan hat es keinen Sinn, so lange uns aufhalten zu lassen. Dann werde ich jetzt ein bisschen den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Und wir werden uns T1 wirklich ready machen. Also wir sind T1 ready, aber zum Aufnehmen und euch zeigen ist das natürlich zu langatmig. Dann werde ich auf T1 auf Ding ein bisschen Items suchen. Also
auf aufnahmig, sage ich jetzt mal. Und ja, zeige euch hier einfach mal Profi, sagen wir mal, Nephilim Obelisken. Dazu müssen wir wieder eins von hier holen. Nicht am Boden. Und hier wieder rein tun. Das ist jetzt ein bisschen blöd gemacht, dass man den nicht einfach mit Rechtsklick einen nehmen kann und einen anfügen. Oder man müsste ihn schon immer mit behalten. Also dabei belassen. Mit Char, wenn es ein bisschen anstrengender geht. Wenn man gerade ein paar Rifts nacheinander machen will. Ja. Ich könnte sonst mal im nächsten Part oder so den Dämonenjäger ein bisschen anspielen, austesten, weil der wurde gebufft. Und vielleicht kommen wir dadurch ein bisschen weiter. Durch diesen Charakter. Oder die Zauberin. Können wir auch weitermachen, also ja, da wir jetzt eigentlich nicht auf einen Charakter konzentrieren müssen, weil es sowieso PTR-Beta ist und den wir nicht weiterspielen können, sozusagen. Ja, ich bin gerade am Denken, ja, schauen wir mal ein bisschen die Charakter an, wie sie sich entwickelt hat, also was wurde stärker und so. Also bei der Zauberin wurde vor allem der Orb jetzt wieder stärker gemacht. Und die Hydra, glaube ich. Und beim Mönch wurde Schlag der sieben Fäuste gestärkt. Beim Barbaren wurde Erdbeben wieder gestärkt. Da wurde mal geschwächt und jetzt wieder gestärkt. Und bei den anderen Charakter weiß ich jetzt nicht genau. Und vor allem wurden auch ein paar Passive geändert. Also der Mönch hat jetzt zum Beispiel zwei neue Passive, andere wurde ersetzt. Also sie wurden ersetzt durch neue. Ich weiß jetzt nicht welche, aber ja, es waren Passive, die niemand nutzte. Gib mir mal den Schrein hier. So. Genau. Hier geht es weiter. Nein, da wollen wir noch nicht weiter. Was wir machen können, ist der Hexenmeister weiter. Aber der ist mir dann fast so, ja, wie soll man sagen, zu leicht zum Spielen, sozusagen. Zu wenig Herausforderung. Und er hat auch gegen Boss irgendwie ein bisschen Probleme gehabt. Ja, dann machen wir. Ja, ich tendiere jetzt schon eher so zum Dämonenjäger. Machen wir den weiter. Und wir könnten den Mönch. Aber dann kann ich euch die Futures nicht mehr zeigen, weil der Mönch ist erst Level 40.
Ja, ich habe viel zu tun in den nächsten Dingen, euch da alles zu zeigen. Aber das ist auch gut so. Also könnte ich nämlich, wenn ich mal nicht Aufnahmen nehme, auch den Mönch ein bisschen zu trainieren. Ja. Hier ist eine Doppelversperrung. So. Ah ja, die Rifts, die großen Rifts sind nicht endlos. Die sind einfach zeitlich begrenzt. Und nachdem bekommt man eine neue Stufe an Ding. Also die haben immer ein Level. Zum Beispiel am Anfang bekommt man ein Level 1 und dann kommen Level 2, 3 oder 4 und so weiter, und die Gegner werden natürlich dadurch immer stärker. Also man bekommt, glaube ich, 100% ein neues, oder 50 oder 25% ein neues über. Oh, nerv nicht darum. Und diese Strahlen. So. Auch ein recht großes Level. Was ist denn hier? Hier ist eine Sackgasse. Also den Mönch werde ich sobald weitermachen, sobald ich dann aus dem PTR bin. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das euch noch zeigen muss, Leute. Weil ich kann die Sachen dann auch nach dem PTR, also wenn der Patch rausgekommen ist, noch zeigen. Und werde einfach jetzt mal einen Charakter weitermachen, und das ist schon fast der Charakter bleiben, aber ich möchte gerne etwas anderes zeigen. Ja, weiß es nicht. Ja, ich werde einfach mal euch ein bisschen den Dämonenjäger zeigen wieder. Und nebenbei hier mit dem Ding ein bisschen Items suchen. Genau. Mit dem Kane-Set natürlich nochmals craften. Für den Hexen, den Dämonenjäger. Und ja. Das schauen wir alles noch. Oh, hier sind die Golgor wieder. Fetzeke.
Ah, schön, das ist so schön. Ich liebe das. Ich könnte jetzt durchreiten. Ja, toll. Hier wollte ich noch nicht hin. Schon wieder der Ausgang, also diese Ebene diesmal. Schon fertig, das ist nur so kurz, okay. Nur eine kurze Ebene. Also dann gehen wir weiter. Ja, bitte, ey. Ich komme immer ganz, ganz wenig beim 4 an und natürlich wird das sofort ausgewählt. Krise, hier haben wir schon mal eine Elite. Ja, danke. Ah, schon wieder so ein Ding-Spam. Arkan. Hühnchen braten. Seid gesegnet. Das ist wahrscheinlich der, dass man immer ein Schrein-Effekt haben muss für 10 Minuten oder so. Oder nicht mehr für 10 Minuten, weil viele Schreine wurden geschwächt. Ah. Das ist der Pylon. Okay, man muss alle Pylonen-Effekte, die möglich sind, bekommen. Okay. Das ist wieder ein Schlauchlevel. Grüße. Gebt mir mal den Schreineffekt hier. Ja, das brauche ich doch nicht, dieser Schrein. Ich halte so viel aus. Und hier ist das Level auch schon zu Ende. So. Magistrat Raum 4. Ah, das ist so eins. Ah, schön. Eins kann ich gebrauchen. Weil hier sehr viele Elite eigentlich herum. Tümpeln. Aber jetzt gerade sehe ich keinen. Ja, hier ist einer, also auch Champions natürlich. Das ist jetzt ein Champion. So. Der Portalwächter ist hier sehr schön.
Reisiel. Oder Reisiel. Als Lateinisches. Oh, bekommt der Fischer. Sehr schön. Er funkt ganz schön. So. Sehr schön. Sind so viele Gegner hier. Große, so kleine. Also die Schätze einsammeln. Das Ende. Zuerst die Großen, bitte. Bis dann. Ah, hier ist eine goldene Kiste. Oh Gott. Sehr schön. Gib mir die goldene Kiste. Ach komm bitte, cooldown. So, sehr schön. Die Nerven hier. Hier unten ist es noch schwarz. Was ist hier? Nix.
das ist jetzt ziemlich klein, das Level. Es gibt riesengroße von diesen. Gefängnislevel, sag ich jetzt mal. Das sind leider sehr selten, also. Und sind auch nicht immer so ertragsreich an Elite und Champions, weil. Ja, weiß auch nicht. Ist da Zufall? Das ist hier jetzt nicht so umfangreich, ja, gefüllt von Elite sehr. Macht recht viel Schaden. Okay, ich werde jetzt mal zurückgehen. So, alles reinmachen hier und dann zerlegen wieder. Nochmals einen Erfolg. Gut. So. Ein Legendär ist jetzt noch nicht gedroppt. So wieder eine Flaute oder wie soll man das sagen? Okay, dann sind wir fertig. Und ich werde für den nächsten Part den Dämonenjäger auspacken, damit wir den auch mal wieder sehen. Und mal schauen, wie der so ausgerüstet ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so. Also sehr gespannt auf den nächsten Part. Bis denne. Tschüss.